Also am Samstag war ich 2 Tage da. Also es war der zweite Tag und ich war, wie nicht anders zu erwarten, früh um 6 wach. Ja, und konnte nicht mehr schlafen. Und dort hatte ich erst wirklich Zeit, halt, mich mit meinem Gastvater zu unterhalten, weil er erst abends aus New York wiedergekommen ist. Und ja, er ist wirklich nett und der ist halt der Fußballtrainer der Highschool. Und Fußball ist ja irgendwie schon ein bisschen wichtig für mich. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, ein bisschen Fußball zu spielen. Habe ich gesagt, okay. Und dann hat er jemanden angerufen und das ist ein Mädchen aus seinem Team. Und sie hat im Moment eine Gastschülerin aus Österreich. So konnte ich endlich mal wieder ein bisschen Deutsch reden. Und sie sind wirklich, wirklich sehr, sehr nett. Ich habe sie irgendwie nicht mehr gesehen seitdem. Und ja, wir haben einfach Fußball gespielt und uns aber ein bisschen unterhalten. Und das war wirklich einfach recht cool und echt locker. Und er scheint auch wirklich locker zu sein. Und ich freue mich wirklich, wenn dann im Dezember in der Highschool-Soccer losgeht. So, und er hat mich gefragt, ob ich nicht davor schon spielen möchte und hat halt mit einem Verein geredet und so und organisiert, dass ich dann wohl ab nächste Woche da spielen kann, was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde. Und meine Gastfamilie kümmert sich auch wirklich um mich und fragt immer und versucht mir alles nochmal zu sagen, damit ich nichts vergesse und damit alles gut geht. Und ich habe echt, glaube ich, einen ganz schönen Glücksgriff bekommen, so, keine Ahnung, wie man das sagt. Ja, so als wir vom Fußball wieder zurück waren. Ach nee. Ich bin dann mit zu der österreichischen Gastschülerin nach Hause gefahren und wir haben dort Pizza gegessen. Ihre Eltern sind auch super, super nett und super lieb und sie haben mir auch angeboten, ob ich nicht die nächste Woche da bleiben will, weil meine Gastfamilie ist im Urlaub und ich brauche da eine Unterkunft so. Und die sind wirklich super lieb und auch Gastschülerin aus Österreich und die amerikanische Schülerin wirklich ganz, ganz nett und lieb und du kannst dich mit ihnen unterhalten und ist wirklich super schön. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann wieder nach Hause, war schnell duschen und so und dann bin ich mit meinem Gastvater zu einem College-Fußballspiel gefahren und habe mir das angeguckt und so. Aber es war nicht gut. Ich fand es auch echt schlecht, aber es waren halt Mädchen aus seinem alten Team da und deswegen wollte er gucken. Und ich fand es auch echt cool, nochmal rauszukommen und so. Und ja. So, was haben wir am Abend gemacht? Oh, ich weiß es gerade gar nicht. Samstagabend. Ach so. Ja, dann gab es halt noch so ein paar Vorbereitungen und so, weil sie am Sonntag halt nur campen gefahren sind. Halt zum Wandern in die Berge und so und da waren halt irgendwie eine Menge Freunde und Verwandte und so abends zum Barbecue und ich habe halt geholfen alles zu machen und so und ja echt wirklich war auch sehr nett und so und verstehen tue ich eigentlich wirklich alles. Sprechen ist nicht so gut und verstehen, wenn ich die Person nicht sehe, ist auch nicht so gut. Aber wenn ich sie sehe, ist es echt super, ja. So, ja, und dann sind sie abends alle nach Hause. Und wir haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Und dann bin ich auch relativ schnell ins Bett, weil ich abends immer ziemlich müde bin, weil ich halt morgens immer nur bis um 6 schlafen kann. Und ja, so, das war's vom Samstag.